Viel zu lange stand es bei mir im Eisschrank rum. Das Rewe Beste Wahl Schock Sensation. Eine Nachmachung eines Häagen-Dazs-Eis, welches es so bei uns in Deutschland nicht gibt. Und ob dieses Eis was taugt und ob Rewe uns mal wieder hier sehr begeistern kann, das schauen wir uns an in diesem Testvideo. Was steckt drin und wie schmeckt es? Ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Hallo zusammen und seid herzlich willkommen. Ja, wie gerade gesagt, dieses Rewe Beste Wahl Choc Sensation ist eine Nachmachung des Häagen-Dazs Chocolate Frappé, welches es ja in Deutschland nur über Lieferservice gibt oder auch in Luxemburg. Da habe ich es ja auch reviewt. Video gibt es auf meinem Kanal. Und Rewe hat eben dieses Eis nachgemacht und jetzt gucken wir mal, ob das was kann. Zwei Sorten Schokoladeneiscreme mit Plätzchenteigstückchen und Vollmilchschokoladensoße. Also Schoko, 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 viermal Schoko, kann ja nur geil sein. Ich habe es gerade schon mal ein bisschen antauen lassen, deswegen normalerweise gehört hier oben natürlich drauf noch diese Abziehfolie. Das bisschen hier, ja, ich sag jetzt mal, Wasser hier, Wasser gefroren, das ist normal. Das Gute an diesem Rewe-Eis ist ja immer, kostet übrigens 2,50 € ist, dass sie wirklich viele schöne Ben & Jerry's oder jetzt hier auch Häagen das nachmachen. Sie haben alle allerdings ein Problem, dass sie am Fett in der Eismasse sparen. Das ist auch bei diesem Eis so. Das sieht man, wenn man nämlich hier auf die Nährwerte pro 100 Gramm schaut. Wir haben hier nur 219 Kalorien und bei so Ben & Jerry's Häagen das haben wir oft deutlich mehr, 260, 270, 280 und haben halt mehr Fett. Sie haben mit 10,9 Gramm, das ist bei den anderen Eis anders. Und deswegen schmecken eigentlich alle Rewe-Eiscreme ein bisschen dünner. Und das finde ich schade und verstehe ich auch nicht, warum sie es machen, weil die anderen Discounter, die packen in ihre Fakes-Eis auch ordentlich Fett rein. Warum machen die das nicht? Verstehe ich nicht. 3,7 Gramm Eiweiß haben wir da drin, Kohlenhydrate, Zucker, selbstverständlich. Und hier oben sehen wir nochmal genau, was exakt drin ist. Schokoladeneiscreme und dunkle Schokoladeneiscreme, also eine helle und eine dunkle, mit 10% Vollmilchschokoladensoße und 8% Kakaohaltigen Plätzchenteigstückchen. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr geil. Zutaten haben wir hier: Milch, Sahne, 28,2%. Und das ist auch wirklich ordentlich drin, aber irgendwie fehlt trotzdem der Wumms bei diesem Eis oft. Zucker, fettarmes Kakaopulver, Glucose, Fructosib und viele andere Zutaten, die könnt ihr euch hier genauer anschauen. Sogar Freilandeier. Und das ist sensationell. Bei der Choc Sensation hält es keine mehr auf den Sitzen. Die Plätzchenteigstückchen wetteifern schon mit der Schokosoße um die spektakuläre Tanzeinlage. Aber spätestens als die beiden Schokoladeneiscremes über die Tanzfläche wirbeln, ist die Stimmung auf ihrem Höhepunkt. Eine schokoladige Geschmackssensation für alle Eisliebhaber von klein bis groß. Da muss man sagen, Respekt, dass Rewe sich da immer so schöne Sprüche à la Ben & Jerry's einfallen lassen wollen. Die haben ja auf ihren Eisbechern immer eigene Sprüche. Ich finde sie alle allerdings nur oft sehr billig und meiner Meinung nach sollten sie es einfach lassen. Ich finde sie ein bisschen armselig. Tut mir leid, wenn das jetzt so ein bisschen hart klingt, aber ja, die klingen halt einfach ein bisschen sehr gekünstelt. Gut, Eis, wie gesagt, schon angetaut. Wir können hier eigentlich direkt mal. Ups, das ist das Stativ, muss ich mal kurz feststellen. Wir können hier eigentlich schon direkt loslöffeln. Der leichte Blaustich, das kommt hier von meiner Lampe. Die hat leider so einen leichten Blaustich. Stich. Lässt sich jetzt hier nicht vermeiden. Ich könnte mal so ein bisschen hier zur Seite drehen. Dann ist es zu dunkel. Das gefällt mir nicht. Also haben wir halt einen leichten Blaustich. Lässt sich jetzt nicht ändern. Gut, Löffel habe ich im Anschlag. Und jetzt schauen wir mal. Also, das ist nicht so grau, wie das hier erscheint. So kann man es vielleicht ein bisschen besser sehen. Wir haben wirklich eine gute, dunkle Schokoladeneismasse und eben vor allem viel Soße. Ich bin sehr gespannt, wie es mit der Soße wird. Das Chocolate Frappé von Häagen-Dazs, das ist wirklich ein tolles Eis. Deswegen ich bin gespannt, wie das jetzt hier sein wird. So, wir haben schon mal gut angetaut. Und hier sieht man auch gleich die beiden Eismassen, hell und dunkel. Oh ja, sehr schokoladig. Geht auch gut in Richtung Kakao. Hier haben wir auch so kleine Schokostückchen schon. Hier seht ihr auch, ich glaube, hier ist auch Soße da oben. Oh ja, oh ja. Und auch. Oh, sogar richtig schön mit Knack hier bei den Keksteigstückchen. Ihr seht, hier ist auch ordentlich was drin. Hier ist auch so ein bisschen Soße wohl am Rand. Sehr intensiv schokoladig das Ganze. Die Schokostückchen knacken auch.
wie man das so kennt von Ben & Jerry's. Und ja, wirklich gar nicht schlecht. So von der Konsistenz finde ich tatsächlich auch, dass es halt nach wie vor wieder, man sieht es ja auch, ein bisschen dünner vom Geschmack ist. Aber sehr, sehr schokoladig. Natürlich, dass ich mit offenem Mund rede. Vor allem dieses Zuckerknacken in der Schokolade, das gefällt mir sehr gut. Ja, ich finde das auch so von der Optik schön, dass man hier so helleres Schokoeis hat und dunkleres. So richtige Soßenbunker hatte ich bisher jetzt noch nicht, das könnt ihr auch sehen. Ich denke, die ist auch hier wie bei vielen Rewe-Eis auch oft so eher verstrudelt. Erinnert euch ja vielleicht noch an das Vanilla Dream, das fand ich ja echt schlecht, das war viel zu dünn und das war auch sonst nicht so cool. Ist schon lecker. Kostet übrigens 2,50 Euro, habe ich gesagt. 415 Gramm, also wirklich preis-leistungsmäßig ein super Eis. Und ich kann euch schon jetzt sagen, wenn ihr Schokoeis mögt, dann könnt ihr es wirklich gerne kaufen. Es ist sehr schokoladig. Da, die Schokosoße. Die krallen wir uns hier direkt mal. Dann könnt ihr es da oben sehen? Ne, könnt ihr, glaube ich, nicht sehen. Also jedenfalls hat sich da wirklich so ein guter Streifen durchgezogen. Hier kann man ihn mal Rand gut sehen. Recht intensiv, also so dunkel meine ich von der Farbe. Ein schönes Eis. Verschenkt aber nach wie vor, ich muss es halt sagen, potenziell dadurch, dass es so ein bisschen dünner schmeckt als andere. Aber nichtsdestotrotz toll. Und auch, dass diese Plätzchenteigstückchen wirklich groß sind. Das gefällt mir auch wirklich sehr, sehr gut. Und ja, also definitiv eine Kaufempfehlung. Könnt ihr sehr gerne kaufen. Als Rewe beste Wahl, Choc Sensation schokoladig. Lecker. Auch nicht zu süß. Ich finde, also es ist süß, auf jeden Fall. Aber ich will sagen, es ist jetzt auch nicht zu süß, sodass so ein bisschen die Kakaonote am besten durchkommt. Und ihr müsst es euch auch wirklich eher wie so ein intensiveres Schokoladeneis vorstellen. Jetzt nicht wie so, ja, wie so ein Vollmilcheis, sondern wirklich, man hat deutliche Kakaonoten. Es ist jetzt nicht bitter. Also das hat man nicht. Aber es ist halt eben intensiveres Schokoladeneis. Und ja, für den Preis, wie gesagt, absolut top. Kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Hier seht man jetzt nochmal so ein Kuchenteigstückchen hier von der Größe. Seht ihr, so groß wie mein Daumennagel. Das ist jetzt hier. Könnt ihr es sehen? Entschuldigung, wenn ich hier so ein bisschen rumspiele. Hier. Aber wirklich schöne Sache. Rewe beste Wahl. Chocolate Sensation. Daumen nach oben. Und für mich auch einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt mir gerne eure Schoko-Eis-Empfehlung noch in die Kommentare, wenn ihr da was beizutragen habt. Oder habt ihr dieses Eis vielleicht schon probiert? Wie schmeckt es euch? Ich bin gespannt, was ihr dazu zu schreiben habt. Und ich sage meinen Dank an euch fürs Zuschauen und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Adieu und ciao.